Hallo YouTube! Ich habe mir gedacht, draußen liegt Schnee, also perfekte Bedingung, um eine neue Videoserie in meinem Kanal zu starten. Und ich wollte dir auf jeden Fall einen deutschen Namen geben, einer, der direkt beschreibt, worum es geht und der auch irgendwie total übermäßig intelligent klingt. Und dann bin ich stehen geblieben bei des Zockers Füllhorn. Und ich habe da auch schon ein Intro gebaut und jetzt spielt das Intro ab. Also in dieser Serie stelle ich immer ein paar Titel zu einem bestimmten vorgegebenen Thema vor. Diese Titel, die wähle ich relativ zufällig aus. Es sind eben Titel, die ich in der Regel mal angespielt habe oder zumindest irgendwann mal in meiner Kindheit oder in meiner frühen Jugend gespielt habe. Und weil ihr ja wisst, dass ich Plattformer super toll finde, Jump'n'Runs im Allgemeinen sehr toll finde, fange ich doch einfach mal mit 6 Jump'n'Run-Klassikern an und wünsche euch viel Spaß. Cosmos Cosmic Adventures ist eigentlich auf eine eher jüngere Zielgruppe zugeschnitten, muss ja aber nichts Negatives bedeuten. Im Gegenteil, es steuert sich sehr gut, ist schön bunt und reichlich actionreich. Es gibt viel zu entdecken und viel zu sammeln, ist aber trotzdem straightforward genug, um ein schnelles Spiel zu erlauben. Neben den Sprüngen hat Cosmo, dessen Raumschiff auf einem fremden Planeten gestrandet ist, auch die Möglichkeit, Bomben zu legen. Nur thematisch ist das Spiel etwas schwer einzuordnen. Cosmo landet auf einem fremden Planeten und nur weil dessen Einwohner erstmal verwirrt sind und zu ihm eilen, beginnt er mit der Ausrottung dieses Planeten? I'm Alien! Ich wette, es kommt im Film. Nichtsdestotrotz, ein Spiel, das ich auch heute ab und zu immer noch gern spiele und ein Spiel, das mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Halloween Harry oder Alien Carnage, wie der eigentliche Titel lautet, die Produzenten wollten vermeiden, dass die Spieler denken, es handle sich um ein Halloween-Special-Spiel, ist für sein Alter ungewöhnlich flüssig. Während einige ältere Jump'n'Runs noch stark ruckelten oder die Hintergründe sich blockweise aufbauten, passierte das hier schon pixelweise. Harry muss die Erde vor angreifenden Zombie-Aliens retten. Dafür steht ihm ein reichhaltiges Arsenal mit unter anderem Flammenwerfer, Granaten, Photonen, Lasergewehr oder einem Spreng alles in die Luft, was auf dem Bildschirm ist, Dingens zur Verfügung. Kurzum, es rockt. Für die Fortbewegung nutzt er ein Jetpack, welches regelmäßig an einer Zapfsäule aufgeladen werden muss. Um ein Level zu beenden, muss Harry alle Geiseln entschleimen und befreien und daraufhin den nächstbesten Fahrstuhl finden. Alien Carnage macht verdammt Laune. Es ist schnell und bietet neben Action auch schöne Labyrinth- und Schalterknobelei. Ein kaum gealterter Klassiker des guten Action-Jump'n'Runs. Halloween Harry steht Duke Nukem eigentlich in nichts nach. Apropos Duke Nukem. Auch der begann seine Karriere als Jump'n'Run-Held. Allerdings war das erste Duke Nukem ein eher lasches, kaugummibuntes Witzspielchen. Während im zweiten Teil schon früh unmissverständlich klar gemacht wird: I'm back! Oh yes, he is! In Duke Nukem 2 kickt der Duke Major Ass. An allen Ecken und Enden knallt es hier. Auch der Duke bedient sich allerlei Waffen, darunter ein Flammenwerfer, ein Raketenwerfer und so weiter. Neben der geilen Duke-Action bietet das Spiel auch einen sehr gelungenen Soundtrack. Magnificent. Kritikpunkt hier. Die Flüssigkeit, die ich bei Alien Carnage noch so gelobt habe, vermisse ich hier sehr stark. Das Spiel ruckelt unheimlich, was nicht an der Systemperformance liegt. Aber trotzdem macht das Spiel super viel Laune und zeigt den Duke einfach in Bestform. Auch in Bestform zeigt sich Commander Keen in Keen Dreams, welches als Ableger zwischen den beiden Keen-Trilogien steht. Es ist auch ansonsten kein typischer Commander Keen-Titel. In Keen Dreams kämpft sich der kleine Actionheld durch seine Albträume, in denen er von gefährlichem Gemüse angegriffen wird. Ich finde das eine schöne Idee. Ein Kind kämpft in seinen Albträumen gegen die schlimmste Sache, die es sich vorstellen kann. Keine Monster, keine Kriege, nein, Gemüse. Ich als Vegetarier kann das zwar absolut nicht nachvollziehen. Gute Nacht, mein Kind! Ja, Mama. Und nimm nicht schon wieder Gemüse mit ins Bett! Nein, Mama. Aber trotzdem eine schöne Idee. In diesem Titel verzichtet Keen auf seine Raygun. Gegner werden mit Bällen attackiert und verwandeln sich im Falle eines Treffers für kurze Zeit in Blumen. Über die verschiedenen Levels verteilt sammelt er Schlüssel, um am Ende gegen den mächtigen Endgegner anzutreten. Ich war nie ein großer Commander Keen-Fan, aber Keen Dreams macht mir vergleichsweise viel Spaß. Auch wenn man ehrlich zugeben muss, es ist schon sehr gealtert. Allerdings mutet es noch deutlich jünger an als Secret Agent.
Secret Agent dürfte doch wohl jedem bekannt sein. Unter den Apogee Jump'n'Run Klassikern ist es eigentlich das Kultspiel schlechthin. Keine Angst, eure Soundkarte geht es gut. Es gibt lediglich keine Hintergrundmusik in diesem Spiel. Das war damals wohl noch nicht üblich. Es gilt in diesem Spiel auf einer Weltkarte eine Reihe an Levels zu bestehen, dabei Hindernisse zu überwinden, Wachen zu töten, Schlüssel zu finden und Schalter umzulegen. In diesem Spiel gibt es, gemessen an seinem Alter, schon sehr viel zu entdecken und sehr viele Items und Goodies. Allerdings ist das Spiel wirklich hammerschwer. Watch me fail. Yep. Die Tatsache, dass man über unbegrenzt Leben verfügt, macht das dann aber doch wieder wett. Kultklassiker hin oder her, ich war nie ein großer Fan von diesem Spiel und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch nicht mehr werde. Dabei ist es doch gar nicht so schwer, mich mit der Zeit umzustimmen. Bei Gods zum Beispiel hat es funktioniert, aber wie könnte man diesem genialen Stück Videospielmusikgeschichte auch widerstehen? Es ist so wunderschön! Abgesehen davon ist Gods zwar ein sehr anspruchsvolles, aber mindestens ebenso gutes Jump'n'Run. Die Steuerung ist ganz klar auf das Amiga-Joystick-Zeitalter zugeschnitten. Neben der Vier-Richtungssteuerung wird für alles andere nur die Leertaste verwendet. Mit etwas Gewöhnung kommt man da aber sehr schnell ins Spiel. Es gilt innerhalb einer Welt den Ausgang zu finden. Von dort geht es direkt weiter ins nächste Level. Grafisch bietet es schon sehr viel, auch die Tonkulisse kann sich immer noch gut hören lassen. Zum erfolgreichen Bestehen eines Levels gibt es eine Vielzahl an nützlichen Items oder Waffen-Upgrades, die man wahlweise in Levels sammeln oder nach erfolgreichem Absolvieren eines Levels im Shop erwerben kann. Gods ist meiner Meinung nach wirklich ein Gott im 2D-Jump'n'Run Elysion. Ein kniffliges, aber saugutes Spiel. So, das war's. Ich hoffe, ihr fandet es schön. Wenn nicht, dann ruhig einen Kommentar da lassen und sagen, dass es scheiße war. Wenn ihr mehr sehen wollt, ruhig einen Kommentar da lassen und sagen, dass es gut war und dass mehr kommen soll. Wenn ihr noch ein bestimmtes Jump'n'Run gerne mal sehen wollt, weil ich habe ja viel mehr als diese 6 Dinger gespielt und habe die einfach nur zufällig ausgewählt eigentlich. Also wenn ihr mehr Jump'n'Runs sehen wollt, dann schreibt, welche Titel ihr denn gerne sehen wollt von irgendwelchen Klassikern. Oder wenn ihr eine Idee habt für andere Spielserien, dann schreibt's einfach. Also Hauptsache ihr schreibt irgendwie. Bitte schreibt irgendwas, sonst kriegen die mich dran.